In diesem Video stelle ich euch das Rode Complete Studio Kit with Audio Interface vor, so steht es zumindest auf der Verpackung drauf. Im Lieferumfang enthalten ist das NT1, das AI1 Audio Interface. Wir schauen uns in dem Video aber auch gleich noch den Mikrofon am PSA1 an. Das ist zwar nicht Teil des Sets, aber ohne den kommt man jetzt auch nicht besonders weit. Schauen wir uns die Dinge mal getrennt an. Fangen wir beim Set an. Im Lieferumfang ist das Mikrofon das NT1, nicht zu verwechseln mit dem NT1A. Ihr könnt euch gerade selbst ein Bild von der Klangqualität des Mikrofons machen, denn mit dem spreche ich natürlich das ganze Video ein. Ihr könnt euch auch ein Bild vom AI1 machen, also dem Audio-Interface, das mitgeliefert ist, denn auch das verwende ich natürlich gerade in Kombination. Was noch als wichtiges Zubehör zu erwähnen ist, ist der SMR Shock Mount. Der wurde wohl entwickelt mit Ricotti und der gefällt mir bis auf ein paar Details auch ziemlich gut. Man hat hier keine Gummis benutzt, man hat hier so Plastikhalterungen benutzt, die die Erschütterungen eben abfedern sollen und nicht auf den Mikrofonkörper übertragen sollen. Ich hatte am Anfang ein bisschen die Befürchtung, dass die ihren Job nicht so richtig gut tun, weil die relativ starr wirken, ist halt Plastik. Aber die Befürchtung war umsonst, also es werden sensationell gut die Geräusche abgefedert. Und warum sage ich sensationell? Naja, das Rode NT1 ist halt ein schweres Mikrofon, entsprechend massiv muss halt auch die Spinne sein. Und ich hatte einfach die Befürchtung, und gerade durch das hohe Gewicht und wenn dann so ein kleiner Stoß kommt, dass man dann doch irgendwie was auf der Aufnahme hört. Ist aber absolut nicht der Fall. Die Spinne selbst ist noch mit einer Halterung ausgestattet, in dem der mitgelieferte Popschutz aus Metall eingesteckt werden kann. Der Popschutz ist zweilagig und ist auch ziemlich praktisch. Problem bei der ganzen Sache ist nur, die Spinne ist ohnehin ziemlich massiv, weil ja entsprechend auch das Mikrofon ziemlich schwer ist. Und dieser Vorstand, der jetzt da noch dabei ist, damit der Popschutz rein kann, der ist ein bisschen hinderlich, vor allem dann, wenn man halt den Popschutz einfach nicht benutzt. Dann ist der eher nur im Weg. Ich habe das Mikrofon einfach umgekehrt, also auf dem Kopf montiert, sodass ich das nicht ganz so dramatisch finde und im Bild habe. Ja, aber irgendwie elegant finde ich es trotzdem nicht, da so einen riesen Bubbel oder Nubbels da zu haben, wo halt auch die Aufschrift von Rode nochmal drauf ist. Dann kommen wir mal zum Audio-Interface. Das ist ja auch noch Teil des Sets. Das bietet einen Eingang für ein XLR-Kabel, Phantomspeisung kann man ab- und zuschalten. Es ist sehr minimalistisch gehalten, das Zu- und Abschalten zum Beispiel von der Phantomspeisung als auch das Zu- und Abschalten vom Live-Monitoring geht auf den Drehknöpfen, wenn man die drückt. Also die kann man drehen und haben mit dem Druckknopf halt auch noch eine Zusatzfunktion. Hinten kann man noch Lautsprecher anschließen, vorne kann man Kopfhörer anschließen. Das Rode AI1 ist wohl eines wirklich der besseren Audio-Interfaces und das finde ich bemerkenswert, weil das ja hier einfach nur ein Set ist. Und bei Sets kenne ich das eher so, dass da nicht die hochwertigen Komponenten mitgeliefert werden. Hier ist das aber wohl durchaus der Fall. Man hat auch einen kleinen Indikator, ob man übersteuert oder nicht. Die kleine Lampe neben der Phantomspeisung, die leuchtet entweder grün, gelb oder rot. Wenn sie rot leuchtet, ja, dann bin ich natürlich beim Übersteuern erwischt worden. Die Kombination aus Mikrofon, Spinne und Audio-Interface macht das Ganze natürlich für Einsteiger interessant. Der Preis ist dafür eigentlich auch recht attraktiv, da kann man wirklich nichts sagen. Man kann also einfach die Sachen einstöpseln und loslegen. Theoretisch, wenn man nicht wie ich vor einem Windows-Gerät sitzt. Und ich will da jetzt auch gar nicht Rode die Verantwortung für in die Schuhe schieben. Ich habe immer, also mit Windows Sachen aufnehmen, ich weiß nicht, das ist irgendwie schrecklich. Ich weiß nicht, wenn ihr auch in dem Bereich tätig seid, ihr könnt ja mal kommentieren, ob es euch auch so geht. Mit Apple soll ja angeblich besser sein. Kann ich nicht beurteilen, aber Windows ist einfach schrecklich. Ich benutze Audacity und zum Beispiel, damit das ganze Setup hier funktioniert, muss man vorher die Projektrate auf 96.000 Hertz stellen. Das habe ich aber auch nur irgendwo im Internet wiedergefunden und macht das Ganze nicht wirklich intuitiv. Ich habe noch ein Moto M2 Interface und das hat auch die ein oder andere Krankheit, wenn es um Windows geht. Selbst wenn man die Hürde genommen hat, habe ich manchmal noch Probleme, was abzuspielen mit dem Interface auf Windows. Das hat sich bisher jetzt immer lösen lassen, aber richtig schön und elegant finde ich das Ganze nicht. Wie gesagt, da ist jetzt das AI1 nicht das Einzige, das da Probleme hat. Das Moto M2 hat auch die ein oder anderen Probleme. Da gibt es sogar eine ganze Seite vom Hersteller, wie man diese Probleme angehen kann. Der letzte Punkt auf meiner Liste ist jetzt der Rode Microphones PSA1 Studio Arm. Der ist normal für das Rode Procaster oder Podcaster gedacht und ja, eignet sich aber jetzt auch für mein NT1. Wichtig bei so einem Mikrofonarm ist einfach zu schauen, welches Gewicht an Mikrofon der aushält. Da das NT1 ein schwereres ist, musste ich mich jetzt von meinem billigen China-Arm verabschieden und mal ein bisschen was teureres nehmen und habe mich natürlich jetzt gleich für den PSA1 entschieden. Positiv anzumerken gibt es, dass der halt ziemlich flexibel ist und es auch eine schöne Option zur Kabelführung gibt. Es sind Klettbänder dabei. Am Gelenk kann man das schön vorbeiführen.
Die Federn liegen alle innen, also nicht so wie bei den billigen Teilen, liegen die nicht außen. Was mich jetzt aber gestört hat an dem Teil, ist die Neigbarkeit nach hinten. Der Mikrofonarm ist ziemlich lang und ziemlich groß. Und ich sitze ziemlich nah an der Tischkante und muss den eigentlich ein bisschen nach hinten schieben können. Und das kann ich nur sehr, sehr beschränkt. Wenn ihr mal im Video schaut, da seht ihr, dass der Winkel, den ich den nach hinten schieben kann, nicht wirklich groß ist. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe das einfach so gelöst, dass ich den ganz nach hinten geschoben habe am Tisch. Und ja, damit funktioniert das jetzt auch. Aber bei so einem teuren Arm hätte ich mir da mehr Flexibilität gewünscht. Alles in allem kann ich nur sagen, dass das Ganze ein gelungenes Set ist, gerade für Einsteiger. Man kann über USB das Mikrofon betreiben. Es ist ja kein direktes USB-Mikrofon, es ist natürlich ein XLR-Mikrofon. Aber mit dem mitgelieferten AI-1 Audio-Interface ist es im Grunde ja auch nichts anderes als ein USB-Mikrofon. Über die Soundqualität könnt ihr natürlich die ganze Zeit selbst urteilen. Wie gesagt, ist das ganze Video jetzt auch mit dem Equipment entsprechend aufgenommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar und natürlich am allerliebsten über ein Abo. Jetzt kommt der Outro und dann zeige ich euch gerne auch noch ein paar andere spannende Videos, auch zum Thema Mikrofone.